Hallo Freunde, ich weiß nicht, ob ihr sowas Exotisches auf eurem Server habt, aber wir vom Server Flussufer, wir haben einen Spieler, der nennt sich Knödelbert, das ist dieser auffallende Herr hier mit seinen lilanen Stiefeln und dem blonden Afro. Und Knödelbert ist ein Hardcore-Roleplayer, so würde ich ihn definieren, denn er ist tagtäglich hier in Löwenstein und patrouilliert auf der prachtvollen Piazza hier. Und er predigt immer über den allwissenden Meister. Und er hat auch schon Anhänger gewonnen. Definitiv. Leute, die ihm folgen. Und ja, er schreibt so Dinge wie Lobpreise dem Meister, Halleluja. Seid ebenfalls gegrüßt, werter Freund. Und ab und zu richtig lustige Sätze. Viele Spieler fühlen sich davon schon ein bisschen gestört hier. Aber ich an sich finde solche Sachen echt zum Schießen, weil er, wenn er angegriffen wird von irgendwelchen Flamern, auf seine würdevolle Roleplay-Art zurückschreibt, und das ist echt super gemacht. Er hat seine eigene Gilde des Meisters Lakaien, und das ist echt top. Ab und zu, wenn ihr in Löwenstein seid, gerade einen Run fertig habt und irgendwie am Craften seid zum Beispiel und ihr schaut in den Chat und da steht plötzlich irgendwas von Knödelbert und er redet gerade über irgendwas oder predigt oder erzählt seine Geschichten. Das ist echt eine Bereicherung für den Server, würde ich sagen, auch wenn viele das vielleicht nicht so sehen oder ihn ignorieren. Das ist ja auch völlig in Ordnung, aber von mir kriegt er beide Daumen nach oben. Das ist echt ein Charakter. Wenn man mal lachen will, kann man seine definitiv seine Sätze lesen und sich an der Gunst des Meisters erfreuen, würde ich sagen. Habe ich denn hier gerade irgendwie was? Ah, hier ist ein Satz von ihm. Einst haute mich der garstige Stefan, weil ich ihm mein Pausenbrot nicht geben wollte. Ich diene dem Meister, werter Freund. Ah. Ja. Und es gibt ganz viele verrückte Sätze, die er, ja, spricht. Und definitiv, wenn ihr auf dem Server seid, ruhig mal ein bisschen Beachtung schenken, das ist nicht verkehrt. Okay. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen über den Prediger des Meisters aufklären. Und ja, viel Spaß noch mit dem Spiel generell. Egal wie ihr es spielt, ob ihr es so spielt wie Knödelbert oder nicht. Ich würde sagen, Hauptsache, man hat Spaß. Bis dann, Leute. Macht's gut. Tschüss. Knödelbert.